Am 16.03. hat die Ratsfraktion der Linken in Münster zum Frühlingsempfang eingeladen. In den Räumlichkeiten des Theatertreffs am Stadttheater Münster versammelten sich zahlreiche Parteimitglieder und Interessierte. Extra aus Berlin angereist ist der Parteivorsitzende Bernd Rixinger. Außerdem vertreten ist der Ratsfraktionsvorsitzende Rüdiger Sagel, der Bernd Rixinger herzlich begrüßte. Anschließend hielt Rixinger eine Rede, in welcher er die Zukunft der Partei skizzierte. Er betont die wichtige Rolle in der Opposition und dass die Linke eine Mitgliederpartei ist und bleiben soll. Naja, wir denken halt die Partei von der Basis her, dass es darauf ankommt, dass wir starke Basisorganisationen haben, dass wir selbstständig denkende Mitglieder wollen. Die sollen sich in ihren Stadtteilen, in den Gewerkschaften, in Bürgerbewegungen engagieren und sollen gucken, dass wir in der Gesellschaft quasi Druck machen auf eine sozialere Politik, dass es Bündnisse gibt. Und dass wir die Verhältnisse wieder ein bisschen nach links verschieben. Rixinger begrüßte erst kürzlich abgeschlossene Regierungsverhandlungen. Er erwartet keine großen und weitreichenden Änderungen. Dennoch dürfte man den Kopf nicht in den Sand stecken. Das ist klar, die Große Koalition wird keine politische Änderung machen. Es wird ein Weiter-so geben. Zum Teil werden sich Kleinigkeiten ändern, aber es wird nicht die Richtung geändert. Und es ist aber nicht so, dass man jetzt nichts machen kann, 4 Jahre lang, und warten muss, bis man wieder andere Mehrheitsverhältnisse hat, sondern auf jede politische Formation kann man Druck ausüben. Wenn die Leute demonstrieren, wenn sie sich organisieren, wenn sie ihre Forderungen gemeinsam stellen, zum Beispiel bei der Pflege oder beim Wohnen, dann muss sich auch diese Große Koalition mit diesen Fragen auseinandersetzen. Dazu brauchen wir eine starke Linke, braucht aber auch Bündnisse mit Gewerkschaftern, mit Erwerbslosenverbänden, mit der Friedensbewegung, mit den vielen Menschen, die sich in dieser Gesellschaft für gerechtere Verhältnisse einsetzen. Max Siegmann, Vorstandsmitglied des Kreisverbandes, stimmt Bernd Rixinger zu. Es wird halt nicht reichen, wenn wir als alleiniger Wahlverein aufgestellt sind und die Macht bei den Parlamenten lassen. Das hat sowohl historisch der Linken nichts gebracht, als auch, dass es der Linken im Moment nicht so viel bringt. Da können wir die besten Anträge einbringen, das wird in der parlamentarischen Diskussion ignoriert oder totgeredet. Das bringt uns wenig. Der Kreisverband Münster blickt positiv in die Zukunft. Geschlossen wollen sie sich politischen Herausforderungen stellen.